Hallihallo und willkommen zurück in den eisigen Weiten von Sea of Solitude. Wir haben uns letztes Mal hier mit diesen Scherben von dem Wolf, haben uns hier geschmolzen und sind jetzt wieder hier an diesem Güterbahnhof, an dem wir schon, ich würde sagen, vor 4, 5 Folgen mal waren, wo hier aber noch kein Schnee, sondern alles noch unter Wasser war. Und wir werden jetzt mal hier weitergehen. Mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Da hinten ist so eine Art Baum, den haben wir letztes Mal schon gesehen. Aus der Ferne. Okay. Sieht aus wie ein Bosskampf, the fuck. Sieht aus wie aus Dark Souls. Das ist tatsächlich ein Bosskampf, oder? Das sieht echt aus wie aus Dark Souls 3 von dem Add-on. Von dem ersten Add-on. Der erste Boss, Wolf. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Ich habe ihn leider nicht besiegt. Aber genau so sah das aus. Und wir müssen uns jetzt hier die Scherben schnappen. Und dann hier die Dinger schmelzen. Go, 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 Baby, go! Nice! Don't like being around people anymore. Ah, I can't nice. Stand it. What? But people love you. Das haben sie gut gemacht. I do. Kane, it's all fake. I'm fake. Oh, jetzt sind es schon 4. Jetzt. Schnell geschnappt und ab geht's. Oh, ich glaube, das wird gegen Ende richtig schwierig werden. Deswegen würde ich sagen, wir laufen gleich mal zum weitesten. In der Hoffnung, dass die uns nicht kriegen. Nice. All I do is hurt people. You never hurt me. That's not true. Remember all the times I wasn't there for you. But you always had a good reason. No. I just couldn't bring myself to go outside or even get out of bed. Es wird auf jeden Fall schwieriger, wie ihr sehen könnt. Und schnell weiter. Müssen wir da drüben lang. Go, 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 baby, go. Come on. Wir laufen noch ein weiter. Wir haben gut Zeit. Super gut. That's not the point. Without me, you would be happy. Gehen wir mal hier unten lang. Ah, hier drüben können wir auch lang gehen. I lie in bed every day asking myself, why should I even bother getting up? Then I go to work. It seems fine. Oh. And then suddenly I hate everything. That's okay. That happens to everyone. Even me. Ah, hier können wir auch durch. Sehr, sehr coole Levelstruktur. Ah, hier. Genau, jetzt werden wir da lang gehen. Aber ich glaube, wir können nicht schwimmen, aber wir können von hier oben vielleicht da runter jumpen. Das müssten wir schaffen. Jetzt. Nee. Ist zu weit. Doch, wir haben sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Und perfekt. Hier das letzte. Und tschüss. Really not okay. Then let me help you. What if you can't help me? Kay, listen to me. I need to figure this out on my own. I can't do that if you're in my life. You need to let me go. Und geh doch, Digga. Geh doch. I need to work on myself now without leaning on someone else. We both do. Do you understand? Kay? No. No. I can figure this out. Don't leave me alone. Damn. Let go of me. Let go of us. And Kate, take care of yourself. Also langsam wird's ganz schön persönlich, das Game. Anfang ging es die ganze Zeit nur um ihre Familienmitglieder. Also langsam geht es halt auch um sie selbst. Zusammenbruch Trophy ist da. Das sieht nice aus. Licht am Ende des Tunnels, Boys. Isolation, Kapitel 11. Wir haben die letzte Glühbirne gefunden. Die erste Glühbirne haben wir gefunden. Sie brennt immer noch. Are you still with me, Monster? I will always be by your side, Kay. Maybe we really do. Wir sind jetzt in diesem Baum. I feel so heavy. It's like I'm stuck to the ground. I need help. Es geht hier. Doch, da können wir hoch, oder? Girl? Are you here? Maybe. I'm so glad to see you. Really? Are you sure? I was so awful to you. I wasn't myself. It's fine. We all have bad days like that. Even me. Well, it was a bit more than just a bad day. It's okay. We're together again. That means something, doesn't it? You're right! I was and always will be by your side, Kay. I promise. I know. From now on, we can do this together. Okay. But how? We just have to share the burden. It will make you feel lighter, I promise. Oh, okay. Und wir feuern ein Leuchtsignal ab. I feel lighter already. The monster is chasing me now. We can use these to distract her. Und weiter geht's. Wir können so uns... Oh. I can distract her.
Where's the monster? Und rüber hier. Oh, da kommt's. Jetzt. Rüber kraulen. Monster campt hart. Jetzt. Ah, doch, doch. Oh. Das war super knapp. Und wir haben die zweite Glühbirne der Menschheit gefunden. Oh, Samara the Fort. Should have listened to you. No, Kay. You did the right thing. What? What do you mean? Follow me. Okay. Samara the Fort ist wohl zur Besinnung gekommen. Nice. Es sieht wohl aus, als ob wir jetzt endgültig das Ende der Welt erreicht haben. The experience with Jack was painful, but it was important. You needed to learn. Learn? It almost destroyed me. I'm all alone now. Are you? Do you feel lonely? I don't know how to feel anymore. Also jetzt werden wir sie nicht mehr los. Weil unser Regen Mantelmädchen nicht mehr in der Nähe ist. Da geht's, glaube ich, auch weiter, oder? Gibt's da was? Nein. Da gibt's nix. You are not alone. You will never be if. What? What do you mean? Hey, be patient, please. Oh, I'm trying. Wir schleichen hier durch. Oh, da ist Blaulicht am Horizont. Hier gibt's auch nichts. We are almost there. Hier schon wieder hartes Camping. Damn, wie soll ich da rüberkommen? Jetzt. Nee, wir müssen erstmal die Dinger abschießen auch noch. Jetzt. Nice. Dritte Lampe am Start und wir begeben uns langsam aber sicher in die Baumkrone. Und rüber. Und rüber. Oh, daneben. Aber wir haben es noch hoch geschafft. Sehr, sehr gut.
to set a trap for the monster. What? No, I won't let her be killed by that thing. It's the only way, Kay. Kay, sometimes, in order to heal, you need to let go. No! For the first time, I don't feel lonely. I can't lose you. It's not about loss. It's about change. I have to trust him. I have to trust myself. Und wir ballern nochmal, was das Zeug hält, ins Gesicht von Samara the Port. Und die Mutti schnappt sich's. Und jetzt schauen wir mal, wo es weitergeht. Okay, also wir schwimmen mal eine Runde. Heute ist Badetag. Und da geht's noch weiter hoch. In die Baumwipfel. Wir schauen mal. Hier kann es sein, dass natürlich auch wieder Möwen am Start sind. Ein paar fehlen uns noch. Ich sehe leider keine. Who's dead? Samara Jr. Yes, I know now. Und die Mutti Jr. Wow, Entschlossenheit, Trophy. I made it. Also, wir haben Kays schwarzen Mantel abgelegt. Sie ist wieder menschlich geworden. Und jetzt können wir hier noch eine Runde schwimmen. Jui, jui. Schwimmen. Und es sieht wohl so aus, als ob wir endlich mal aufs Hausboot dürfen. Hausfotoboot ist aufgehoben. Na, jetzt lass mich doch mal darauf. Ja. Nein, wir können trotzdem nicht drauf. Das ist doch nicht denen ihr Ernst, oder? Also Entwickler, jetzt lasst uns doch mal auf dieses blöde Hausboot. Das kann doch nicht sein. Also es ist halt echt Mobbing, dieses Spiel, wirklich. Ein Leben lang Hausbootverbot. Das gibt's doch gar nicht. Wir verstecken uns hier im Gras. Tschüss. Macht euren Scheiß alleine, Digga. Was soll das denn? Ich wollte auch mal eine Tasse Kaffee schlürfen hier. Ah, das sieht echt schön aus. Sogar Ballerinas an, na fuck. Aber ich finde die Hose irgendwie unpassend. Also ich hätte da eher einen Rock genommen, aber okay. Kann man mal machen.
Und die Credits. Miriam Judd war mit dabei. Patrick Lehrmann. Saskia Wolf war auch mit dabei. Und Jan Helme Henke auch mit dabei. Und David Dragomirovic. Okay, ha. Robert Eckert war auch mit dabei. Und da sind wir an der Ostsee angekommen, endlich. Clemens Rackford hat uns hier ein paar schöne Strandkörbe hingestellt. Und dann können wir ein Picknick machen, sehr schön. Guy Jackson war auch mit dabei, hat uns hier einen schönen Steg hingebaut. Dankeschön. Da ist unser Bötchen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Nein, hier noch ein Schuppen, Strandbar, leider heute Sonntag, leider zu. Und Kapitel 12, Feeling Good, so, so gut. Und da sind wir durch. Haben wir es gepackt. Ja, ich denke mal, die meisten der Namen haben wir ja schon vorgelesen. Ja, ihr könnt es ein bisschen so hin und her schieben. Ein bisschen runter und runter scrollen. Schauen wir mal. Wen haben wir hier noch am Start? Sehr, sehr gut. Dankeschön an alle diese lieben Leute für dieses tolle Spiel. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich finde, sie haben einen guten Mittelweg gefunden zwischen Gameplay, Story, Initiierung. Also mir war zu keiner Zeit wirklich langweilig, aber es war jetzt auch nicht so schwer oder zu arg gruselig oder so. Es war stellenweise schon ein bisschen gruselig, aber halt nicht so arg. Also es ist halt auch so ein Spiel, wo ich meinen Kindern spielen lassen würde. Aber wo man als Erwachsener auf jeden Fall auch spielen kann. Oh. It's Jack in the Hood. Jack is back. So, das war's. Wir drücken mal auf Weiter und schauen mal, ob da noch was kommt. Also gut, hier können wir jetzt einfach nochmal die Insel ein bisschen erkunden. Da, Cornelia Gebhardt. Okay, also das war's mit Sea of Solitude. Schauen wir mal, was hier drüben noch ist. Vielleicht haben wir da noch was verpasst. Nee, da ist nichts mehr. Also dann verabschiede ich mich hier in dieser wunderschönen, idyllischen Inselpracht. Ich bedanke mich sehr, dass ihr es zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut mal rein auf meinen Channel. Demnächst stehen noch andere Spiele an. Die Outer Worlds habe ich jetzt angefangen. Das werde ich komplett synchronisieren. Das heißt, es wird komplett auf Deutsch sein. Dann, was läuft noch? Children of Morta habe ich die Woche angefangen. Da werde ich auch noch einige Let's Plays hochladen. Wreckfest ist auch recht neu. Da coole Destruction Derby Racer. Speedruns findet ihr ab sofort auf meinem anderen Channel, auf Endlos Shows. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Da bin ich immer live auf Twitch und zock da. Und da haben wir auch jetzt ein Studio im Aufbau, wo wir demnächst auch Musik produzieren und so Faxen machen und so. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.